Willkommen, meine Damen und Herren, euer Moderator heute, der Tomek LB, ganz genau. Ich spiele heute einfach mal den Golf Club 2, einfach mal Just for Fun, Offline-Modus. Dann spielen wir doch mal. Gehen wir doch mal rein, schauen wir mal, was für einen Golfkurs wir nehmen. Ja, ja, Golfkurs. Wie auch immer. Platz auswählen. Ja, was haben wir denn da? Also ich kenne mich im Golfen null aus. Also ich kenne das. Also ich weiß zwar, ne, wie es funktioniert, ne, aber ich habe keine Ahnung von diesen, ja, Statistiken hier, ne, wie dieses Dingsbums hier, 18 Loch. Ja, okay, das weiß ich dann sehr wahrscheinlich. Dann 18 Loch, Schwierigkeit sehr wahrscheinlich mittel oder so. Was das jetzt zu bedeuten hat, kein blassen Dunst. Und das ebenso wenig. Also, mir egal. Ich wähle jetzt einfach mal den Kurs aus hier. Und ja, ne, was gefällt mir denn hier so von den Bildern her? Soll auf jeden Fall weniger Steigung haben, weniger Huckel. Keine Ahnung, was haben wir denn sonst noch hier? Tropical Falls, The Cross Town, Goldfinch Club. K-Golf Club. Arcadian Springs Golf Club. Und da dröhnt jetzt mal auf dem Ohr hier wieder. Okay, schauen wir mal auf der nächsten Seite. Was haben wir denn sonst noch hier? Links at Colunga. Meadows. Meadows. Keine Ahnung. Northern Forest Club. Blablabla. Golf Club. Scrublands. Hört sich irgendwie scheiße an. Knolldown Golf Club. Ne, ich guck nochmal durch. Ich guck nochmal kurz durch. Was haben wir? Oh, letzte Seite anscheinend. Littlebrook Manor. Links at Royal Atlantic. Das hört sich eigentlich gar nicht mal schlecht an hier. Nehmen wir doch einfach mal das hier. Mal gucken, wie das ist. So, was haben wir denn hier? Paar 73, keine Ahnung, ich kenne mich da. Fairways, Löcher 18, Grün Tempo, keine Ahnung. Ich habe echt keinen blassen Dunst, ey. Warte mal, was kann man denn hier? Was haben wir denn hier so für Einstellungen? Melden, verwenden. Okay, ich bin ja jetzt nicht im Online-Modus, ne? Also ich habe einfach mal Offline-Modus hier gewählt. Und ja, hab zufälligerweise die amerikanische Flagge, weswegen auch immer. Ist mir auch wurscht. So, was ist das hier? Tieffarbe auswählen. Wählen Sie eine Tieffarbe aus, von der Spieler spielen möchten. Hinweis, nicht alle Plätze haben dieselbe Anzahl der Tees und der Gastgeber der Runde hat möglicherweise verfügbare Tees eingeschränkt. Okay, vorgegebene Tees. Stellen Sie den erlaubten Tees ein. Was ich auswählen? Ja, doch. Kein blassen Dunst. Ich gehe einfach mal ohne irgendwas einzustellen hier wieder rein. So, gehen wir mal die Runde. Hello there, and welcome to the golf club. Let's go ahead and play some golf. Okay. Schöne Landschaft. Nett gemacht. Okay, scheint wohl, als wäre hier das erste... Ja, Loch, ne? So sieht's aus. Okay, dann schauen wir doch mal, wie ist denn hier die Engine? Okay, rechte Maustaste, da kann man rechts und links schwenken. Kann ich das auch mit A und... Ah, das kann ich auch mit A und D. Okay, was haben wir denn sonst noch für Funktionen? Das ist rechte Maustaste.
Okay, linke Maustaste ist anscheinend schlagen. Okay, was kann man denn sonst noch auswählen? Geht irgendwas auf Q? Oh, was ist das? Okay. Fünferholz, X und Z. Da kann man die Hölzer auswählen anscheinend. Und auf C kann man irgendwas anderes einstellen, aber das will ich jetzt gar nicht erst wissen. Z ist normalerweise bei amerikanischen Tastaturen unten links, ne, wo das Y normalerweise ist, bei den europäischen Tastaturen natürlich. Probieren wir doch mal aus. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Ein 204er Carry. 335 Yards. Nehmen wir doch mal an. Ne, warum geht das jetzt nicht? Ach so, das ist doch amerikanisch angehaucht. Da muss ich doch das Z wählen. Dann ist es doch hier. Ach, wie auch immer. Scheißegal. Ich denke mal, bei den amerikanischen ist es dann hier bei Z halt Y. Wie auch immer. So, X, da kann ich. Ah, da kann ich die höheren wählen. Oh, den Putter wollte ich jetzt nicht. 240, ja, geht's nicht mehr? Okay, das ist der höchste anscheinend. Okay. Dann versuche ich jetzt einfach mal zu schlagen. Der Wind. 3 mph. Northwest. Okay. Probieren wir es doch mal aus. Und BAM! Wow, Alter, da fliegt er schön geradeaus. Ab in den Bunker. Ja, schöne Scheiße. Oh, Mann. Oh, doch nicht im Bunker gelandet. Pretty deep rough here. I'm Ja. not gonna sugarcoat it. Okay. Ja, ich bin im Deep Rough. Okay, ja, ne, nehmen wir mal das vorgegebene. Das Sandwich. 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 Okay, ich esse auch gerne Sandwiches. Aber ohne Golfschläger, bitte. Ist ein bisschen zu hart zu kauen. Gut, dann raus damit. Oh, This is not looking nö! decent. Auch noch ins Deep Rough, ins richtige Deep Rough. Ach du Scheiße. Okay, jetzt stehen wir mitten im Gebüsch, mitten im Gemüse. Ja, jetzt müssen wir irgendwie das Ding da rausklöppeln. Ah, einfach mal. Bam, so. Was zum Geier ist das für ein Ah, from Scheiß-Kurs? rough Nee, to Leute. some more rough. Ja, That is bla unfortunate. bla 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 bla. Ich nehme eine andere Karte. Nee, die gefällt mir nicht. Da ist mir echt zu viel Gemüse. Ich brauche auf jeden Fall freies Land. Freie Fläche auf jeden Fall. Cardian. Was könnte man denn? Tarantula Golf Club. Keine Ahnung, was die Statistik dazu bedeuten hat und die Sterne auch nicht, aber egal. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. So. Neue Runde beginnen. Runde beginnen. Hello there and welcome to this first hole par Ja. four. Let's have a good time. Das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Also da hat man auf jeden Fall viel freie Fläche, zwar hügelig, aber naja, mit den Gegebenheiten müssen wir klarkommen. Okay, dann klicken wir das mal weg, die Vorschau. So, wir wissen jetzt, A und D kann man rechts und links schwenken. 388 Yards. Ich habe den Driver, okay, ich habe den Driver, das höchste, was es an Schlägern gibt. Also den stärksten natürlich zum Abschlagen. So, dann geben wir doch mal Gas, ne? Bam! Oh, okay, der ging Heading einigermaßen towards the geradeaus, beach here, aber not the good Richtung kind. Bunker. Scheiße, hätte ich den doch mal ein bisschen weiter rechts geschlagen. Also mit Bogen auf jeden Fall. Naja, jetzt sind wir im Bunker. Spielen wir ein bisschen im Sand. Bauen wir ein paar Burgen, ne, und spielen mit Förmchen. Da müssen wir aber ja, den Sand ein bisschen nass machen. Pinkeln wir mal da rein, dann können wir mit Förmchen irgendwas basteln. Okay, so, dann schlagen wir doch mal eben aus dem Bunker raus. Warte mal, wo war das nochmal? Auf Q, ne? Ah, genau, auf Q. Der schlägt in Richtung Green, aber da ist das Rough. Hier ist das Green, also der Fairway. So ein bisschen kenne ich mich schon aus, ne? Also ich kenne die Begriffe aus dem Fernsehen natürlich. Aber ich gehe jetzt ein bisschen weiter rechts. Der Wind kommt straight geradeaus. Also ich habe Rückenwind. So, dann
hauen wir das Ding mal aus dem Sand raus hier. Oh, leichter Linksschwenker. Naja, gut. You're in the rough, but you got a good lie, considering. Ja, so roughy ist das auch nicht. So roughy ist das. Oh, was habe ich denn jetzt geklickt? Aus Versehen auf irgendeine Taste gekommen. So, ich habe wieder Rückenwind. Dann hauen wir das Ding doch mal Richtung Loch da hinten hin. So, schön geradeaus. War ein bisschen lasch, ne? Und das Ding rollt ein Stück zurück. Zu seinem Einschlagspunkt. Okay, this one to save par. Okay, kann man noch irgendwie die Sicht wechseln hier? Ne, auf Y war das nicht. Ich habe das irgendwo gesehen. F, Q, E. Auf V. Okay. Ja, das ist doch mal eine gute Ansicht. Dann packen wir mal, ne? Aber der Weg sieht irgendwie scheiße aus. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter links. Da ist nämlich so eine... Ja, da ist so ein bisschen Gefälle. Deswegen doch ein bisschen weiter rechts. Oh, das war ein bisschen zu fest. Das war ein bisschen zu fest. Ich bin ans Loch vorbeigeschlittert. Okay, here's a pro-tip. The green is where you go. Ja, das ist mir klar. Da gibt er mir noch Pro-Tipps, Alter. Ja, nee, ist klar. Und ich heiße, keine Ahnung wie. Ist mir egal. Und? Wow, oh, Scheiße. Voll gegen die Stange. Oh, Mann. Alright, nice little two-foot putt. Na gut, wir haben einen Putt. Dann, putten next wir mal. Hole coming up. Okay, was haben wir jetzt? Oh, starting off at 2 over par. Ja, 2 over par, okay. Okay, hier sehe ich es gerade. Par, 4, 3, okay. Also ich muss es auf jeden Fall schaffen, im Par zu bleiben. Also jetzt sind wir 2 über par. Das ist für den Anfang gar nicht mal so... Ja, okay, it's time to send this ball weder on noch. Its way. Also, ne? So, klicken wir das mal weg. Wir brauchen ja die Vorschau nicht. So, wir haben wieder Rückenwind. Okay, da schlägt er hin. Da ist auf jeden Fall Gefälle, ne? Dann doch ein bisschen weiter rechts. So, dann hauen wir das Ding mal in die Karpaten hier. Aber wie wär's mit einem höheren... War das nochmal X, ne? 204, 365... Ja, nehmen wir den 204er. Oder haben wir noch einen 222er? Ne, der ist mir doch ein bisschen zu hoch. Nehmen wir den 204er. So. Okay, dann... Okay, jetzt haben wir ein bisschen nordöstlichen Wind. Der zieht den Ball vielleicht ein bisschen weiter nach links weg. Aber das ist eigentlich völlig wurscht, solange der Wind so bleibt. Okay. Bam! Oh, Alter, der war mal... Oh, Scheiße, der war mal ein bisschen zu weit. Oh, Scheiße, voll ins Gemüse, ey. Oh, Mann. That's unfortunate. Okay, hätte ich doch den vorgegebenen nehmen sollen. Okay, hohes Rough haben wir jetzt. 86% bis 92%. Okay, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wir haben nördlichen Wind. Okay, der Wind kommt aus dem nördlichen Bereich. Dann ziehen wir doch ein bisschen weiter nach rechts, würde ich sagen. So, oh, der war schön gerade. Oh, nee! Mann, diese vorgegebenen... Das geht mir voll auf die Nerven. Okay, ein bisschen zu weit weg vom Loch, aber ist not egal. Not amazing, but you're out of the bunker, so that's a good thing. Was klicke ich denn jetzt an? Achso, X, das ist runter. Keine Ahnung, was das jetzt war. 5, war das jetzt ein Putter oder... Ich glaube, das war der Putter, ne? View. Draufsicht bitte. Kann man nicht irgendwie die Fahne wieder da reinstellen? J geht nicht, H geht nicht. Keine Ahnung. Ich probiere jetzt einfach mal alles aus hier. Ah, F. Okay, F. Da ist das Loch. Okay, es geht ein bisschen seitwärts nach rechts runter. Deswegen am besten ein Stück nach da. So. Oh, der war... der war zu lasch. Der war zu lasch. Duck.
Was ein Dreck. Okay, es geht ein bisschen weiter nach links runter, aber das ist eigentlich egal, wir sind ja in der Nähe des Lochs. All right, see what the scorecard's saying. Naja. Three over for the round. Three over. Okay, ich bin ein Amateur. Ich bin ein beschissener Amateur. Ich glaube, ich werde das mal privat coming ein bisschen off a bit of a bogey on that last hole. Let's see if we can do better here. Okay, das Loch ist ziemlich nah, aber da ist ein Bunker in der Nähe und das ist natürlich blöde. Der Wind zieht nach rechts weg. Also ein bisschen nach links weg, meine ich. Also ziehen wir jetzt ein bisschen weiter nach rechts rüber. Schauen, was passiert. Bitte nicht im Bunker, bitte nicht im Bunker, bitte nicht im Bunker. Jawohl, voll auf dem Green gelandet. Der war gut. You've got 21 feet to the cup from here. Okay, bitte Draufsicht. Die Fahne. So, wir haben östlichen Wind. Also, okay, ich sehe gerade, es geht ein bisschen weiter nach rechts runter. Das heißt, da ist ein Gefälle. Deswegen ziehe ich jetzt mal nach links weg. Oh, der war fehlerhaft. Zu früh losgelassen. Ah, okay, okay. Das Gefälle ist doch nicht so stark, wie ich gedacht habe. Naja. Alright, let's get back onto the green now. Okay, jetzt hätte ich gerne eine ganz andere Ansicht. Und zwar die hier. Also, da haben wir ein Gefälle. Ah, Mist, Alter. Ich hätte doch ein bisschen weiter rechts gehen sollen. Okay. Ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Nice. 4 feet to the hole. You can do this. 3 feet for the hole. Okay, dann probieren wir mal unser Glück. Und... Oh, wow. Ein Stückchen. Alter, ein Stück. 1 Millimeter vor dem scheiß Loch. Okay, hier, bam. Alright, let's take a look at the old scorecard here. Garantiert. 5 over for the round. Okay, das war blöde. Okay, machen wir dann mal das vierte Loch hier fertig. Okay, let's put this in the fairway. Aber diesmal gucke ich mir mal kurz die Landschaft an. Während die Drohne hier rüber fliegt. Okay. Ein sehr langes Green bis zum Loch. Okay, ist ein bisschen geschnörkelt. Ich gehe jetzt auch noch mal kurz mit dem Q hier drüber, also mit dem, ja, mit der Übersicht hier. Abschlag 100%, okay, dann landet der hier ungefähr irgendwo. Aber hier ist ein Gefälle nach unten, also zurück zu uns. Der Wind kommt von Osten mit 4 km/h. Und ich habe den Driver in der Hand. Okay, dann versuchen wir doch mal ein bisschen weiter rechts. So, so würde ich sagen, könnte es hinhauen. Okay. Oh, der war... Oh, ich habe nach links gezogen. Oh, scheiße. I think you're heading into the cabbage on this one. Ah, Mist. Naja, was soll's. Scheiße pretty passiert, deep ne? Stuff here. Wenn man mit der Maus nicht richtig umgehen kann. Give it a good hack. Let's put it in the right direction. That one didn't sound right. Ah, wohin mit dir, Alter? Oh Mann, was mache ich denn? Here's a pro tip. Try staying out of the rough. Ja, ja, it'll pro tip. Alter, dein pro tip kannst du dir, ne? Kannst du als Klopapier benutzen, von mir aus. Mir egal. So, okay. Dann raus hier mal eben. Looks so. Like you're going into the rough on this one. Nee. Er landet im Green auf dem Fairway. Fairway. Meine Herren, du. Quatsch mich nicht voll. Okay, back on the fairway. Let's see, Quatsch irritiert green, nur. Huh? Mann, halt die Fresse. Spiel, wie ich will. Okay, wir müssen da landen. Okay. Er war schön geradeaus. Und? Und? Alter. Leicht verfehlt und leicht abgefälscht. Naja. Alright, immerhin nice in der Nähe des Putt. Lochs. So. Das war schön. Der war schön, der Schlag. Yes. Alright, let's see how these numbers add up. Was sagen die Zahlen? And that'll keep you at yes. 5 over for the round. Ich bin im Paar geblieben. Okay, machen wir doch eine Runde noch und Fifth hole coming up. Ich glaube, ich werde mir das Spiel irgendwann mal kaufen. Das ist jetzt einfach nur die
eine Vorabversion. Also was heißt hier Vorabversion? Habe ich vom Kollege bekommen als Offline-Modus. So. Also, ne, nicht denken, dass es illegal ist. Es ist einfach nur eine Demo-Version oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. So. Ah, da ist ein Abgrund. Ne, da ist Wüste, da ist kein Abgrund. Das sieht so aus, als wäre hier irgendwie ein Abgrund oder so. Das ist natürlich Kacke. Moment, probieren wir es trotzdem mal aus. Schön geradeaus. Wo bleibt er liegen? Ja, natürlich. Der fliegt in die Wüste. Ja, schöne Scheiße. Ja, genau. Mach's dir gemütlich. Out of bounds on that one. Gonna have to out of bounds. Was ist das denn? Achtung, out of bounds. Ah, okay. End up in a better okay, ich darf wieder. Okay. Dann würde ich sagen, ziehen wir doch mal in Richtung. In Richtung. Dahin. So, in Richtung Bunker. Mal gucken, was passiert. Und zack, Abflug. Oh, 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 oh. Bleibt er da liegen? Oh, komm, bleib stehen, bleib stehen! Oh. Oh, ganz knapp. Naja, immerhin, immerhin noch am Rand. Oh, das war die falsche Taste. So, ist einfach nur so ein Just for Fun heute mal. Ihr könnt mir dabei zusehen, wie ich hier total versage. So. Schlagen wir mal das Ding los hier. Okay, der ist im Fairway geblieben. Das ist gut. Gut. Oh. Der hat auf jeden Fall Schwung. Jetzt bleibt doch mal stehen. Hallo. Oh Mann, ey. Naja, ist einfach nur just for fun heute 22 mal. Feet from the cup. Aber ihr bekommt noch anderen Content auf jeden Fall von Back to the Future. Oh, das war... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den Putter behalten. Ich habe jetzt nur die falsche Taste erwischt. Wir haben Gefälle. Aber nur ganz leicht. Aber in die Richtung geht es auf jeden Fall mit Gefälle. Okay, hallo? Ey, ich will zurück. Was soll denn das? Dann schlagen wir jetzt einfach so. Nee, warum geht das nicht? Hallo, ich will zurück. Hä? Hä? Was zum Geier ist denn jetzt los? Ah, okay. So. Oh, der ging ein bisschen weiter nach links weg. Scheiß Gefälle. Okay, let's see what gut. You can do with egal. This 7-footer. So, ich würde mal sagen, letztes Loch und dann werde ich mal die Schose mal hochladen. Und, ja, nice follow! Treffer. Gut, Leute, jetzt einfach eight mal, ne? Over for the round. Jetzt machen wir einfach mal Feierabend hier. Das war einfach nur just for fun. Und, ja, wenn ihr wollt, kann ich das weiterzocken, aber mit einer offiziellen Version. Mal schauen, wo ich mir das kaufen kann. Und ja, ne, ich sag jetzt einfach mal ciao bis au. Ciao bis au. Ciao mit au.